Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokemaniac. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf diesem Kanal, Pokemaniac. Und ich habe euch heute hier eine neue Deckvorstellung mitgebracht, an diesem Deck Donnerstag. Denn an diesen Deck Donnerstagen präsentiere ich euch Decks aus dem Pokémon Card Game. Und nach 2 Wochen, ich stelle euch also 2 Wochen in Folge ein neues Deck vor. Und in der 3. Woche darauf werde ich also an dem Donnerstag ein Match abspielen mit diesem Deck gegen das andere Deck, was ich vorgeführt habe. Dazu wird mich jemand unterstützen, gegen den ich dann spiele. Und das wird echt spannend. Also die beiden Decks stelle ich euch dann vor und danach folgt ein Matchup. Und bei dieser ersten richtigen Deckvorstellung, die ich euch hier präsentieren will, haben wir Gardevoir GX als ersten Teilnehmer von diesem Matchup. Also zeige ich euch heute das Gardevoir GX Deck, was im Moment relativ viel auch auf Turnieren gespielt wird. Und dieses Deck tritt, das kann ich schon mal verraten, gegen Darkrai GX an. Ich bin echt gespannt auf das Matchup. Darkrai GX gegen Gardevoir GX. Naja, Gardevoir hat Resistenz, deswegen wird das umso spannender, denke ich. Aber wir werden dann sehen, wie das Matchup verläuft. Das wird spannend. Ich denke, dass Darkrai dagegen nicht ganz so viele gute Chancen hat, aber wir schauen uns das Deck jetzt erstmal vernünftig an. Ich zeige euch jetzt hier dieses Gardevoir GX. Gardevoir GX, 230 KP, das Herzstück des Decks, geheime Quelle. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du eine Feenenergiekarte aus deiner Hand an eins deiner Pokémon anlegen. Sehr gut. Und unendliche Macht profitiert davon. Diese Attacke fügt 30 Schadenspunkte mal der Anzahl der an beide aktiven Pokémon angelegten Energien zu. Also 30 Schadenspunkte mal der Energien auf diesem Pokémon und dem Pokémon des Gegners. Das kann also ganz schnell sehr hoch werden, da das gegnerische Pokémon natürlich auch noch Energien angelegt hat und man pro Runde quasi 2 Energien spielen kann durch Gardevoir GX, wenn man die denn auf der Hand hat. Und Zwielicht GX, mische 10 Karten aus deinem Ablagestapel zurück in dein Deck. Also Deckout ist hiermit quasi nicht mehr möglich. Also, dass man irgendwie zu wenig Karten im Deck hat und dadurch das Spiel verliert, durch die GX-Attacke ist das eigentlich ganz gut regulierbar. Aber wir schauen uns dieses Gardevoir mal an in diesem Deck gesamt gesehen. Wir spielen in diesem Deck 3 Gardevoir GX. Genau. Schieb die mal hier oben hin. So, untereinander. Gardevoir GX 3-mal. Dann darf in diesem Deck nicht fehlen ein Gallade oder Galagladi aus Turbo Start. Diese Karte ist viel besser, als man auf den ersten Blick denkt. 150 KP und Promonition macht, dass man einmal während seines Zuges, bevor man angreift, darf man sich die 5 obersten Karten des Decks angucken und sie auf das Deck zurücklegen in einer beliebigen Reihenfolge, die man möchte. Sehr guter Nebeneffekt. Und Sensitive Blade für Double Colorless Energy, also 2 farblos, zieht 60 Schadenspunkte. Und wenn man in der Runde eine Supporterkarte von der Hand gespielt hat, fügt dieser Angriff 70 Schadenspunkte mehr zu. Also 130 gesamt für nur eine Doppel-Farblos Energie. Und das kann man natürlich pushen mit anderen Item-Cards zum Beispiel. Ich glaube, auch Walband lässt sich ganz gut an Gallade anlegen. Deswegen sehr gut. Deswegen ein Gallade da drin, um einen Alternativplan zu haben, falls der Gegner irgendeinen GX-Stopp spielt, irgendwie, weiß ich nicht, eine Alola Vonona oder sowas Verrücktes. Das Alola Vonona normal, also nicht in GX. Das wert nämlich zum Beispiel Attacken von den GX- und EX-Pokémon ab. Wir spielen 3 Kirlias zur Sicherheit. 3 Kirlias. Einmal hier. Wir spielen 4 Trasslers in diesem Deck, damit wir sie auch fix alle ziehen und
auf die Bank befördern können, um schnell eine Gardevoir GX Armee zu errichten. Beziehungsweise auch ein Gelaid natürlich dabei. Ein geiler Gladi. Genau. Dann eine spannende weitere Entwicklungsreihe in diesem Deck. Remoraid. Warum Remoraid? Wegen Octillery natürlich. Deswegen hier Octillery Abyssal Hand. Once during your turn, also einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du Karten ziehen, bis du 5 Karten in deiner Hand hast. Deswegen nutzt man dieses Octillery und für nichts anderes. Nur um Karten zu ziehen, man will das auf der Bank liegen haben und Karten ziehen. Denn das ist wichtig im Spiel. Es kommt darauf sehr oft an, dass man einfach genug Karten auf der Hand hat. Und natürlich Ionenbecken ist auch ganz nett. Lege eine beliebige Stadionkarte im Spiel auf den Ablagestapel. Im Idealfall eine die des Gegners natürlich. Wenn er eine spielt, denn dieses Deck spielt ohne Stadiumkarten. Deswegen Remoraid ist natürlich notwendig, auch um Octillery zu spielen. Einmal ist hier in diesem Deck auch drin ein Alola Vulpix. Warum? Wegen Lichtsignal. Durchsuche dein Deck nach bis zu 2 Pokémon, zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand, mische anschließend dein Deck. Das kann sehr gut sein, wenn man das in der ersten Runde quasi spielt. Dann ist es ein sehr, sehr guter Start. Oder es am besten auf die Bank legen und dann so switchen, dass man es spielen kann. So, also damit man sich nämlich hier schon alles aufbauen kann und ein sehr gutes Setup bereits hat. Einen ganz guten ersten Aufbau. Dafür ist das Alola Vulpix definitiv gut. Dann haben wir in diesem Deck dreimal Capufala GX. Warum Capufala GX? Ganz klar, wegen der Fähigkeit Wunderfang. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank spielst, kannst du dein Deck nach einer Unterstützerkarte durchsuchen, sie deinen Gegner zeigen und sie auf deine Hand nehmen. Und danach muss man das Deck mischen. Das heißt, man kann sich eine Unterstützerkarte raussuchen. Das ist eine sehr gute Fähigkeit, denn wir haben leider in diesem Format, denn das ist ein Standard-Deck-Format, wo wir drin sind hauptsächlich. Deswegen ist das ja auch ein standardkonzipiertes Deck. Das sind alle Sets von Turbostart aufsteigend, inklusive Generation. Und deswegen haben wir keine Kampfhander mehr im Deck. Das heißt, bereits benutzte Supporterkarten dürfen wir nicht mehr aus dem Ablagestapel holen. Deswegen ist Capufala umso wichtiger. Aber auch der Angriff ist ganz gut. Energieantrieb. Diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der an beide aktiven Pokémon angelegten Energien zu. Macht im Prinzip dasselbe wie das Gardevoir GX. Und dieser Angriff wird aber durch Schwäche und Resistenz nicht verändert. Aber leider nur mal 20. Wir wollen also hauptsächlich mit dem Gardevoir natürlich angreifen, mit dem Gardevoir GX. Es hat auch 230 KP statt 170 nur von Capufala. Capo-Heilung nutzt man eigentlich nicht so oft. Heile allen Schaden bei 2 Pokémon auf deiner Bank. Kann aber auch eventuell nützlich sein. Wir spielen hier natürlich auch die nette Full-Art-Variante einmal und die Rainbow-Rare-Variante. Aber das ist natürlich egal. Man kann auch mit der regulären Variante natürlich spielen. Sieht einfach nur ganz nett aus, wenn man natürlich die anderen irgendwie auch da drin hat. Und genau, Capufalas kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen, damit ich weitere Decks für euch bauen kann. Da fehlen noch so ein paar. Genau, 3 Capufalas hier in dem Deck. Das war's mit dem Pokémon-Lineup. Hier in diesem Deck. Nun kommen wir zu den Trainerkarten. Professor Platan darf natürlich nicht fehlen. Professor Platan 4-mal in diesem Deck. Das ist eigentlich so ganz typisch. Man spielt ein bestimmtes Trainer-Line-Up. Das nennt man so ein Standard-Trainer-Line-Up. Das sind zum Beispiel 4 Professor Platans. Das spielt eigentlich fast jeder so. Da das wirklich der beste Draw-Supporter ist, ich dachte mir auch damals immer, die ganze Hand auf den Ablagestapel zu werfen, das tut doch quasi weh. Aber es ist echt der beste Weg, um durch sein Deck zu kommen und nicht eben Professor Birks Observation oder Beobachtungen zu spielen, weil man dann eben seine Handkarten wieder zurück ins Deck mischt und dadurch sein Deck eben nicht ausdünnt. Und das ist eben ganz gut, weil man eben den Müll aus seiner Hand quasi abwirft. Zur Not aber, wenn wir das absolut nicht wollen, würden wir richtig geniale Karten auf der Hand haben, die wir vielleicht später im Spiel brauchen, aber gerade nicht brauchen, haben wir natürlich N. Gerade am Anfang des Spiels sehr nützlich.
da man dann so viele Karten ziehen darf, wie man selbst noch Preise liegen hat. Und das gilt dann für beide Spieler. Deswegen 3 Ents in diesem Deck. Sehr schön. Genau, 3 Ents. Das ist auch ziemlich Standard in den meisten Decks, in den meisten turniergeeigneten Decks. 4 Platans, 3 Ents. So, eine neue Karte, zu der wir nun kommen, aus einem neuen Set, nämlich Nacht in Flammen, also relativ neu zu diesem Zeitpunkt, wo das Video hier erscheint, auf diesem Kanal. Broomlay. Tausche ein Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen sein aktives Pokémon aus. Wenn du das machst, tausche dein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Sehr gute Karte. Wir haben leider nicht mehr Flordelis im Format. Das bedeutet, weil es eben aus Ewiger Anfang kommt, Flordelis oder Flammenmeer. In diesen beiden Sets gab es das zum Beispiel. Deswegen müssen wir uns nun auf Broomlay verlassen. Und Broomlay ist mindestens genauso gut. Denn hiermit kann man auch ein gegnerisches Pokémon wählen, was auf seiner Bank liegt und es nach vorne in den Kampf schicken. Und eben dadurch hat man ein leichtes Ziel gewählt und man kann es ganz gut dann eben ausnocken. Vielleicht einen Easy Prize holen somit. Easy Prize. Also wenn der Gegner zum Beispiel ein geschwächtes Pokémon auf der Bank hat, was man easy ausnocken kann. Genau. Deswegen 3 Broomlays spiele ich hier in diesem Deck. Auf jeden Fall ist im Moment 2 Broomlays zu spielen. Auch in so ziemlich jedem Deck Standard. Da das eben wirklich ziemlich spielstark ist und eine gute Möglichkeit ist, sein eigenes Pokémon auszutauschen und ein gegnerisches auszuwählen. Hier haben wir nun Linette. Linette, eine Karte, die bald auch aus dem Format fliegt, aber erst in einem Jahr. Also noch genug Zeit für diese Saison quasi. Nämlich, Linette, durchsuche dein Deck nach einem Basis-Pokémon EX, wir spielen keine EX, oder 3 Basis-Pokémon außer Pokémon EX und lege sie auf deine Bank. Mische anschließend dein Deck. Warum spielen wir Linette? Damit wir uns natürlich die Remoraids und Trasnas alle rausholen können. Aus dem Deck, alle. Direkt, so schnell wie möglich, am besten direkt am Anfang, man zieht sich irgendwie durch einen Hyperball, einen Kapufana. Legt Kapufala auf die Bank, aktiviert die Fähigkeit, holt sich diese Unterstützerkarte aus dem Deck. Eigentlich ziemlich simpel, diese Spielweise, aber deswegen gerade umso effektiver. Linette, 2 Stück in diesem Deck. Dann haben wir Acerola oder auch Lola. Genau, Lola, auch eine neue Karte aus Nacht in Flammen. Nimm eins deiner Pokémon, auf dem mindestens eine Schadensmarke liegt und lege alles an des angelegten Karten auf deine Hand. Sehr, sehr cool. Man kann also dieses Pokémon auf die Hand wieder nehmen und alle Karten, die an es angelegt sind. Das ermöglicht einen Wiederneuaufbau seiner Bank oder sonstiges und ist gerade für Gardevoir GX super genial. Denn Gardevoir GX hat 230 KP. Die wenigsten Decks schaffen es, 230 KP mit einem Schlag auszuschalten. Außer vielleicht mal zufällig, eher. Und da kommt Lola dann ins Spiel. Und wenn zum Beispiel auf Gardevoir GX 180 Schadenspunkte liegen, kann man es sich damit sofort aus der Schusslinie befreien. Kann man das Gardevoir sofort aus der Schusslinie befreien. Und kann es eben neu auf der Bank aufbauen. Vielleicht hat man da sogar noch ein Kirlia liegen, welches man dann direkt wieder entwickeln kann. Das wäre natürlich umso optimaler. Oder sonstiges. Also es ist echt eine ganz coole Taktik, hier mit Lola zu spielen. Denke ich, gerade eben, wenn es um das Gardevoir GX geht. So, dann haben wir hier den letzten Supporter, glaube ich. Ja, das ist Professor Kukui. Professor Kukui ist situativ sehr, sehr gut. Ziehe 2 Karten während dieses Zuges, fügen die Attacken deiner Pokémon dem aktiven Pokémon deines Gegners 20 weitere Schadenspunkte zu. Das kann sehr gut sein, wenn einem gerade eben 10 oder 20 Schadenspunkte fehlen, um ultimativen Knockout zu erreichen, direkt mit einem Schlag. Gardevoir agiert mit hohen Schadenspunkten, wenn eben viele Energien drauf liegen. Und deswegen kann man ganz schnell One-Hit-Knockouts erzwingen beim Gegner. Und dafür ist es eben genial als Unterstützung. Deswegen Professor Kukui,
1. So, damit wären wir bei den Supportern durch. Nun nur noch die Item-Cards. Hier haben wir Ultra Ball. Davon spielen wir natürlich 4. Das ist auch Standard tatsächlich in so ziemlich jedem Deck momentan, die im Moment viel Erfolg haben, auf großen Turnieren oder sonstiges. Warum Ultra Ball? Warum ist das so gut? Also Hyperball, genau. Nämlich, man muss 2 Karten von seiner Hand ablegen. Und wenn man das nicht machen kann, also 2 Karten von seiner Hand ablegen, dann kann man diese Karte auch nicht spielen. Und dafür darf man dann sein Deck nach einem Pokémon durchsuchen, es dem Gegner zeigen und auf die Hand nehmen. Warum? Ultra Ball, natürlich, wir können uns damit die Entwicklungsreihe holen, die wir brauchen. Entweder wir bauen das Octillery auf, damit wir jede Runde bis zu 5 Karten auf der Hand haben können und ziehen können. Also haben wir dadurch einen sehr guten Draw-Support. Oder wir holen uns dadurch natürlich auch Capofala aus dem Deck. Und dadurch können wir dann ganz schnell eine neue Supporterkarte uns auch holen, die wir gerade benötigen. Also sehr gut. Ich lege hier irgendwas drunter, damit der Ultra Ball nicht spiegelt. Also nicht wundern. Einfach eine nette Münze hier. Genau, 4 Ultra Balls in diesem Deck, also Hyperbälle. Hier haben wir dann noch Rare Candy. Rare Candy, also Sonderbonbon, ganz klar auch hier der Nutzen, müsste eigentlich logisch sein. Wähle ein Basis-Pokémon im Spiel aus. Und wenn man die Stage 2 Karte, in dem Fall also Gardevoir GX, auf der Hand hat, kann man dann das Pokémon direkt entwickeln und man braucht nicht das Stage 1 Pokémon zu legen. Oder auf der Hand zu haben. Denn man darf ja nur einen Entwicklungsschritt pro Runde machen. Rare Candy deswegen 3-mal. In diesem Deck. Und da auch das spiegelt, kein Problem. Auch dafür ist gesorgt. So. Genau. Nun kann man es noch halbwegs erkennen. 4 Ultra Balls und 3 Rare Candies. Hier haben wir nun noch 2 Feldgebläse. Feldgebläse ganz klar aus dem Grund, der hier steht. Wähle eine beliebige Kombination aus bis zu 2 Pokémon Ausrüstung und stelle den Karten im Spiel. Deine oder die des Gegners. Lege sie auf dem Ablagestapel. Genau. Das ist auch ganz gut, denn der Gegner wird vermutlich hier mitspielen. Mit Wahlband. Und Wahlband will man auch auf jeden Fall ausschalten. Ich lege Feldgebläse mal hier hin. Gut. Genau, Wahlband ist nämlich auch eine sehr gute Karte. Ist eine Ausrüstungs-Pokémon-Karte, eine Item-Card. Und die Attacken des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, fügen dem aktiven Pokémon GX oder EX des Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu. Bevor eben Schwäche und Resistenz verrechnet wurden. Sehr gut, damit kann man auch noch mehr Schaden machen, als man eh schon macht. So, und dann haben wir nur noch die Rettungstrage. Die Rettungstrage auch aus ganz offensichtlichen Gründen. Wähle 1 aus. Nimm ein Pokémon aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Oder mische 3 Pokémon aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Man kann sich folglich zum Beispiel ein besiegtes Capofala aus dem Deck holen und es direkt auf die Hand nehmen, um nach einem Supporter direkt zu suchen. Auch sehr nützlich und situativ sehr gut. Oder mische 3 Pokémon aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Das kann auch gut sein, wenn man schon einen Gardevoir GX verloren hat, aus irgendwelchen Gründen auch immer, wenn es schon besiegt wurde. Und man vielleicht sogar das Pech hatte, dass 2 Gardevoir GX in den Preiskarten noch liegen. Das wäre echt ärgerlich und dadurch kann man sich eben die zurück ins Deck holen oder das Gardevoir GX, was man dann eventuell nur im Spiel hat und weitermachen. Durch die Rettungstrage. Und als letzte Item-Card haben wir Superangel.
Mische eine Kombination aus insgesamt 3 Pokémon und Basis-Energiekarten von deinem Ablagestapel zurück in dein Deck. Im Prinzip aus fast demselben Grund wie Rettungstrage auch, nur Super Angel ermöglicht auch, dass man sich Energien ins Deck mischen kann, was man auch eventuell benötigt. Super Angel 1. Genau, und nun kommen wir nur noch letztlich zu den Energiekarten. Wir spielen in diesem Deck 9 Feenenergien. Genau, dazu sage ich gleich nochmal was. 9 Feenenergien und 4 Double Colorless Energien. Es gibt einen Grund für diese genaue Aufteilung. Ich guck mal, wo ich die jetzt noch hinpacke. Am besten hier. Einfach so. Genau, es gibt einen Grund für diese Verteilung, denn man braucht so viele Energien wie möglich für das Gardevoir GX, um diesen Angriff gut nutzen zu können. Denn man zieht ja 30 Schadenspunkte pro Energie, pro Feenenergie, die angelegt ist. Und das muss man natürlich irgendwie gut nutzen können. Deswegen wollen wir viele Energien spielen. Ich schau mal, ob hier die jetzt noch überhaupt hinpassen. Aber ich denke nicht. Wir legen die einfach mal hier so hin. So. 9 Stück. Wie ihr hier seht, von diesen Feenenergien. Und von der Double Colorless eben 4. So kann man es erkennen. Sehr gut. Ja, das wäre soweit der Deckbild. Ich hätte jetzt noch einen Vorschlag oder eine Variante, wie man es abändern kann. Nämlich mit dem Heiko, welches man auch benutzen könnte. Denn hier haben wir noch einen Heiko. Heiko wäre auch eine gute Karte für dieses Deck. Zum Beispiel auch, weil es einen Trassler im Arm hat, tatsächlich. Deswegen, weil er einen Trassler im Arm hat. Umso passender. Ist es aus Generation und deswegen noch spielbar. Deswegen könnte man eine Feenenergie austauschen. Das wäre mein Vorschlag, wenn ihr das mögt. Und stattdessen einen Heiko noch reinpacken. Durchsuche dein Deck nach einer Karte, zu der sich eins deiner Pokémon außer Pokémon GX entwickelt. Und lege sie auf das entsprechende Pokémon. Dieses zählt als Entwicklung des Pokémon. Mische anschließend dein Deck. Du kannst diese Karte während deines ersten Zuges oder für ein Pokémon, das in diesem Zug ins Spiel gebracht wurde, verwenden. Folglich könnte man sich im ersten Zug bereits einen Trassler zu einem Kirlia entwickeln, durch Heiko, oder eben ein Kirlia zu Gardevoir, bereits im zweiten Zug oder so. Natürlich gibt es dann auch noch die elegantere Variante mit Sonderbonbon, aber das muss jeder für sich wissen. Deswegen, das ist nur die Option. Ich werde aber mit diesem Deckbild spielen ohne Heiko. Das ist nur ein kleiner Vorschlag von mir. Das wäre auch möglich, wenn ihr darauf Lust habt. Eine von den neuen Feenenergien weg und dann eben stattdessen Heiko. Ich hoffe, das Video und diese Deckvorstellung hat euch gefallen. Ich weiß, ich habe viel erzählt, aber eben nur Wichtiges. Damit ihr auch versteht, wie diese Decks funktionieren, wie diese Profispieler sie nutzen und auf welche Art und Weise man eben mit ihnen spielen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr freut euch auf das Matchup gegen das Darkrai GX Deck. Und ich bin sehr gespannt, wer als Sieger hervorgehen wird. Euer Pokémaniac wünscht euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.